gesagt. Okay, tamam, Meine Oma spricht jetzt Italienisch, sage ich dir, jetzt habe ich Türkisch und das Ding ist, ich war halt so, mein Ex-Freund hat so meine Familie nicht gemocht, weißt du, er wollte mich halt immer so, er hat immer so gesagt, hey, ich habe keinen Bock auf die Olle und so, schmeiß die mal weg und so, weißt du? Ernsthaft? Ja, ich meinte, das ist meine Oma, sie kommt mich zu besuchen und so und ich meinte, reiß dich mal bitte zusammen, ne? Und es war halt auch mein Geburtstag. Hä? Was für ein kranker Bastard war das denn? Ja, und es war mein Geburtstag und meine Oma, ich wusste nicht, dass sie kommt. Sie kam und die wollte mich überraschen, weißt du? Mhm. Und die haben das wohl miteinander geplant gehabt, meine Oma kam und so und ich werde das niemals in meinem Leben vergessen, ne? Ja, glaube ich, ich meine, allein schon, er hat, dass er, er hat, mein Freund hat halt damals in so ein Wachshaus, ich weiß nicht, kennst du das Madame Tussauds? Nee, noch nie gehört. Das ist so ein, da sind so halt Wachsmalstifte und allgemein Wachsfiguren und so. Der hat da gearbeitet, war stellvertretender Wachsmalstiftler und er hat zu Hause so, ich würde das ehrlich, das war so einzig krasses, er hat meiner ich kam nach Hause. Ich kam nach Hause. Ne? Ich guck. Er macht die Tür auf. Und ich komme rein. Happy Birthday, Happy Birthday. Und wir schneiden so den Kuchen an. Ne? Ich freue mich. Ich gucke auf einmal in die Ecke. Ich sehe meine Oma. Er hat meine Oma in Wachs getumpft. Nein. Und sie ist hart geworden. Laber nicht. Er hat, kennst du diese Bubble Tea Strohhalme? Ja. Er hat das als Loch benutzt da. Nein, laber nicht. Hör mal zu jetzt, das wird krasser. Und sie hat die Geschenke gehalten. Gib dir das mal, wie krank ein Mensch sein muss. Ich habe keinen Kontakt mehr. Echt so, real talk? Real. Seitdem habe ich keinen Kontakt mehr zu meiner Oma. Ich kann ihr nicht mehr in die Augen gucken. Ne? Auch seit, ich bin nicht mehr zusammen, also ich bin auch nicht mehr zusammen mit ihm und so. Ich kann nicht mehr in ihre Augen schauen. Oha, so. Ich dachte kurz, so Wachshaus. Kennst du diesen Gruselfilm? Ja. Yeah. Ich war Flocke Steve, also ich war wirklich total schockiert und ich bin ausgerastet, meine Oma wirklich, also. Wie lange ist das jetzt her? Das ist über 2 Jahre her jetzt mittlerweile. House of Wax einfach bei mir zu Hause, also. Oha, meine Oma, was für ein Bastard. Und gib dir das mal, wie soll ich mit so einem Menschen zusammenbleiben, also. Das war ja nicht das Einzige, was er gemacht hat. Er hat so vieles gemacht. Ich könnte dir so viele Sachen erzählen, was er gemacht hat, ne? Er hat versucht, die Familie, also meine Familie, gegen mich zu hetzen und dass ich halt keinen Kontakt mehr zu denen habe und so. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Geschenketüte und so, aber scheiß drauf. Ich glaube, deswegen kann das sein, dass du vielleicht mittlerweile keine Geschenke annimmst oder beziehungsweise nicht mehr mögst? Nein, nein, ich nehme gerne Geschenke an. Also das ist kein, finde jetzt such keinen Grund, mir nicht keine Geschenke zu machen. Schenk mir. Nein, nein, diese Schiene kannst du nicht machen bei mir. Diese Schiene kannst du nicht. Das macht doch mal Spaß. Nein, auf jeden Fall, ja. Ich wollte halt ganz ehrlich mit dir sein. Und ich bin ein Engel, Mann, für dich. Was? Ich bin ein Engel für dich. Ja, du scheinst wirklich richtig vernünftig zu sein. Das ist kein Witz. Vertrau mir, ich sehe zwar aus wie ein Hulk oder keine Ahnung, wie so ein Bär, der irgendwie ne, seine Vergangenheit irgendwie mit kriminellen Sachen zu tun hat oder so. Ich bin ein Engel, Mann. Ja, man merkt das so wirklich sehr gut. Hey, erzähl mal so das Verrückteste, was bei mir mal passiert ist. Das ist ja noch nicht das Verrückteste. Also es gibt noch so krasse Geschichten, was passiert. Du könntest ein Buch darüber schreiben, über diesen Ex-Freund. Okay, das Verrückteste war, ich wurde mit AirTag verfolgt, aber... Was würdest du? Mit AirTag wurde ich verfolgt. Mit... Was ist... Meinst du diese Apple-Dinger? AirTag, ja, ich hatte halt...
ich hatte einen Benzer vor einem halben Jahr, hatte ich einen Benzer am Start. Ich habe leider einen Vollgeburt, der ist nicht mehr da. Mhm. Und vor dem Kennzeichen hatte ich AirTag seit einem Monat. Und ich hatte kein iPhone, weißt du? Oh. Ich bin immer Android-Typ gewesen. Allein wegen so einer Aktion, weil ein Kollege ist bei mir eingestiegen. Und er meinte irgendwie, dass er eine Benachrichtigung hat von Apple oder von wo ist, dass hier irgendwo in der Nähe ein AirTag ist. Mhm. Und wir haben es gefunden, vor meinem Kennzeichen wurde eiskalt ein AirTag platziert, der schon seit ein paar Monaten drin war. Okay. So, und ich hatte vor ein paar Monaten einen Kontakt gehabt. Dann ist mir bewusst geworden, ich hole mir sofort ein iPhone. Allein deswegen habe ich mir ein iPhone gegönnt, das iPhone 14 habe ich mir gekauft. Okay. Damit ich mir checke, von wo das Signal kommt oder wie und was auch immer. Es wurde bestätigt, dass meine Ex-Flirt-Phase, sage ich mal, mich verfolgt hat. Das war schon krank. Eine gestoppt zu werden, ist schon krank. Der hat mich schon auseinandergenommen, weißt du? Weil die wusste von allem Bescheid, dass ich jetzt, ich habe sie angerufen, ich meinte, ey, was soll das so? Nee, passt ja nicht, wieso zieht man sowas durch? Meinte sie zu mir, ja, du arbeitest jetzt in Dortmund, mal bist du in Hannover, mal bist du in Hamm. So, ja, weißt du alles? Ja, Kollege, wenn du mich nicht willst, dann fick ich dich auch so, hat sie gemeint zu mir. Oha, das ist ja total assoziiert. Ich glaube, sportlich distanziere mich von diesen Aussagen. Na, alles hat Kaschmoffe gemeint. Aber das kann. Deswegen habe ich ein bisschen Vertrauensprobleme, weil ich bin ehrlich, du bist gerade auch so ziemlich offen, dass du alles über dich, über alles hinausgegangen bist und alles von dir erzählen kannst, so innerhalb einer Stunde. Wir kennen uns nicht mal eine Stunde. Ja. Deswegen scrubbelt mich das ein bisschen. Denk ich glaube, Gurke. Wie vertraut sie mir sowas an, dass sie mir sowas fantasiert direkt innerhalb einer Stunde? Du weißt, was ich meine? Das ist total, ich sag dir ganz offen und ehrlich, das ist total judgmental. Sowas macht man wirklich nicht. Also sowas, das ist wirklich, also das Einzige, was ich mal gemacht habe, ich hätte mal halt einen GPS-Chip in meinen Ex-Freund während er geschlafen hat platziert. Mit einer Spritze, aber mehr auch nicht. Du bist auch nicht ohne? Also das kriegt er seit Jahren nicht. Seit Jahren kriege ich noch Benachrichtigung. Dein Hund ist noch hier und da und so. Ich hab dir was dazu gesagt. Komischerweise ist er seit längerem irgendwie im Rhein. Also kennst du den Fluss oder Meer oder so? Seit längerem ist er irgendwie da im Wasser. Ich weiß auch nicht, wieso. Jetzt hast du einen Minuspunkt, das weißt du nicht. Was? Das war Spaß, jetzt Mann. Schön mal ein bisschen. Das war ein kleiner Witz, okay? Okay. Ferda, du weißt, du kennst mich doch. Ist das Morok? Ich hab echt keine Ahnung, wie die ganze Zeit durchklingelt. Morok, wolltest du mich verarschen? Ferda, warte, soll ich sonst kurz auflegen? Hä? Soll ich kurz auflegen? Na, warum? Ja, es ist schon ein bisschen unangenehm, dass die ganze Zeit geklingelt wird. Ist doch egal, bleib ruhig dran. Ich lass dich dran, okay? Ja, ich hör zu. Hallo? Ja, Valerie, ich bin's nochmal. Tut mir leid für die späte Störung nochmal. Ich muss ganz kurz nochmal was loswerden. Und zwar hat meine Frau, die wollte dir jetzt noch ein Stück Kuchen geben, da du uns geholfen hast. Ich weiß nicht, ob du sowas bist. Das ist eine Flüchtlingstorte ohne Grenzen. Und das haben wir und meine Frau zusammen gemacht. Und ich wollte dir einfach mal ein Stück anbieten. Und also, wenn du es nicht willst, dann nicht. Aber wenn du akzeptierst, würden wir uns freuen. Das hat deine Frau gemacht? Ja. Okay. Ich bin momentan so ein bisschen... Ich bin momentan so, wie sagt man so, ich nehme keine Zucker... Also ich esse nichts mehr so Süßes und so. Das ist nur ein Kuchen, da würde ich nicht umbringen, Valeria. Ja, aber seit länger... Also ich vertrage das einfach nicht. Also Kuchen und so ist nicht so meins und... Das ist schon eine Torte. Ja, okay, ich esse das dann. Ja, das würde mich total freuen. Ja, also ich könnte das ja mit meinem Freund zusammen essen. Du hast einen Freund? Wie, du hast einen Freund? Ja, ich habe seit ein paar Wochen jetzt, es ist soweit, ich bin keine Single mehr. Wie kam das denn zustande? Ich habe noch nie einen Freund bei dir gesehen, dass du mal reingekommen bist oder so. Nee, der ist doch gerade am Telefon. Ich rede auch gerade mit... Warte, ich mach mal ganz kurz auf laut. Hallo? Sag mal Hallo.
Hallo? Ja, hallo. Ja, hi. Ja, moin, grüße, Stefan hier. Kim Stefan, hi. Hi. Ja, hi, Ferhat hier. Ja, moin. Du bist der Nachbar? Ja, genau, ich bin der Nachbar hier. Also, ich bin der Nachbar. Ja, ich bin der Freund. Ich bin der Freund, freut mich. Ja, freut mich auch, ne? Ja, schön, das freut mich zu hören. Aber wie gesagt, die nehmen keinen Zucker mehr zu sich. Deswegen, schönes Angebot, danke. Aber dass du jetzt um diese Uhrzeit noch störst, es tut mir leid zu sagen, aber lieber nicht, ja? Was habe ich nicht verstanden? Ja, Kollege, wir haben mittlerweile schon 23 Uhr. Ja, nee, ich wollte nur eine gute Geste machen. Ich wollte einfach nur was schenken. Ja, okay, kann ich sehr gut nachvollziehen. Nur, ich will fürs nächste Mal aufpassen. Pass lieber nächstes Mal auf, damit du um diese Uhrzeit nicht mehr störst, ja? Bitte was? Sag ihm das mal, er hört mich, glaube ich, nicht. Ich habe selber nicht verstanden. Ich meinte, dass er dich um diese Uhrzeit nicht mehr stören soll, will ich nicht. Ja, also um Gottes Willen, also ich möchte mal nicht um Gottes Willen stören. Das ist eine wunderschöne Frau, sie wohnt bezaubernd aus. Das würde man auf gar keinen Fall stören. Nee, ich wollte einfach nur gut, ich wollte noch mal helfen. Alles klar, dann weiß ich Bescheid, ne? Okay, schön. Gut, dann, das war sein Schluss zu sagen. Wir sehen uns auch die Tage bestimmt. Ich werde ja die Tage vorbeikommen. Oh, okay, also, okay. Ja, alles dann können wir uns mal persönlich kennen, ja? Ja, alles gut, dann können wir ja mal, wenn du möchtest, mal ein Bier trinken. Ja, können wir sehr gerne machen. Wie du willst, alles gut. Alles klar, hat ja, mich gefreut. Okay. Du bleibst schon mal ein bisschen hier nächste Woche. Was? Wann bist du denn hier nächste Woche? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber wir schauen. Ja, alles gut, dann lass mich das mal sagen. Ne? Ja, schön. Okay. Schönen Abend noch, ja? Ja, schönen Abend, ne? Ja, ciao, ciao. Oh mein Gott, mir leid. Das ist jetzt so. Wo sind wir? Ist das irgendwie so ein Prank oder so? Das ist mir selbst gerade voll peinlich, weißt du das? Nein, es kommt mir so vor, als würde ich irgendwie hier so gerade verarscht, keine Ahnung. Wieso soll ich dich verarschen? Ne, blieb. Ah, ne. Rana, komisch, ja. Lenski, ja, das ist nicht nur komisch für dich, sondern es ist auch sehr komisch für mich tatsächlich. Hast du mich? Ja, ich höre dich. Ja, ich wollte mich noch mal entschuldigen. Gleich geht's los. Mit was? Mit Kochen. Du kochst noch um diese Uhrzeit? Ja. Was willst du kochen? Ich wollte Blumenkohl machen, ein bisschen Flüchtlingstorte dazu. Okay. Boah, das hat mich jetzt voll abgefuckt, dass sie dich innerhalb einer Stunde dreimal gestört hat. Ja, es ist halt, du bist ein bisschen krank, glaube ich. Ah, gehört sich doch nicht, Alter, ganz ehrlich. Meine Nippel hängen. Dein Nippel hängt? Ein bisschen. Seven. Ja, Moritz. Tut mir leid. Es ist ein bisschen cool. Das merkst du dich eigentlich gar nicht. Ich bin ungeschminkt, Mann. Chill mal ein bisschen, wir kennen uns halt eben gerade. Guck mal, stell dir mal vor, Chemie. Ich weiß jetzt nicht, wie abgefuckt du sein würdest, wenn ich dich jetzt dazu zwingen würde, aber... Nein, ich komm. Guck mal, ich sag dir, heute ist Ausnahme, okay? Was ist da? Nein, heute ist keine Ausnahme. Ich will dich unbedingt sehen. Ich muss dich unbedingt sehen. Tamam, du, wir sehen uns doch, aber ich bin total, guck mal, ich bin nach Hause und komme von Arbeit, ich bin kaputt. Lass mir wenigstens. Ist doch egal, mein Mädchen, mir ist wichtig, dass du selbstbewusst bist und nicht einfach hier rumtanzen und sagst, ja, ich bin ungeschminkt, ich bin voll kaputt, down, hast du nicht gesehen. Ich finde das jetzt blöd von dir, dass du mich jetzt so angehst. Na wirklich, das ist, guck mal, es läuft gerade so gut. Wir lernen uns gerade so schön kennen und jetzt hör auf damit, okay? Gerhard. Ja. Bitte. Ich find's komisch, ja, was hier gerade abläuft, keine Ahnung. Was findest du komisch? Also ganz ehrlich, naja, dann nicht. Tschüss. Oha. Ja, was soll ich sagen, Alter? Du sagst mir, keine Ahnung, dass ich komisch bin. Dass du so schnell direkt einfach Nein sagen kannst oder den Kontakt abbrechen kannst, ist schon crazy. Nein, das nimmt mich jemand mit. Ich bin sehr... Wieso weinst du jetzt? Seven halt. Weißt du... Sam, was? Keine Ahnung. Warum weinst du jetzt? Ja, das ist scheiße. Was ist scheiße? Dass du mich so behandelst. Hä, wie behandle ich dich denn? Ich bin doch voll korrekt und loyal zu dir gerade. Was findest du loyal und korrekt, oder was? Ey, was hab ich denn jetzt gemacht, Morokja? Ich hab versucht, dich zu unterstützen, indem ich quasi mit deinem Nachbarn geredet habe, obwohl ich das... Keine Ahnung, ja, das ist ja
nichts, aber du machst mir so ein Ultima und sagst, dass ich dich verarschen würde. Nein, aber du musst mal so sehen, guck mal. Ich kenne dich nicht mal eine Stunde lang, ne? Du sagst, dass du irgendwie nicht gerade gut aussiehst, du willst dich nicht zeigen und. Kann ich nachvollziehen, vielleicht ja, aber ich weiß, dass du eigentlich eine selbstbewusste Frau bist und ich würde sehr gerne dich jetzt sehen wollen, egal wie du ausschaust. Mir gefällt die Art und Weise. Ja, vielleicht. Es kann ja sein, dass ich selbstbewusst bin, aber trotzdem muss ich mich noch nicht immer direkt dann zeigen. Keine Ahnung, ich mag mich ungeschminkt. Nicht ungeschminkt sehe ich ein bisschen aus wie Darth Vader. Aber schau mal, du willst doch heiraten, stimmt's? Ja, will ich auch. So, du willst doch auch vor deinem Mann ungeschminkt. Ja, das ist doch was anderes jetzt. Ich kenne dich doch seit 15 Minuten. Nein, komm mal. Das ist so wie, wenn ich dir jetzt sage, mach bitte Kamera an, du zeigst dich und ich sehe, okay, sie hat dieses gewisse Etwas, dann kann ich sagen, okay, auch ungeschminkt passt sie zu mir. Du musst das so sehen, weil wenn du dich immer hinter der Schminke versteckst, irgendwann wird der Tag da sein und ich sehe dich ungeschminkt und dann gefällt es mir nicht mehr. Dann stell dir mal vor, was passieren könnte. Du willst mir sagen, dass du jetzt selber so oberflächlich bist und das, was aussehen achtest? Nein, Mann, ich mach doch nur Joke, also übertreib doch nicht mal. Oha, Valeria, ja. Das ist gerade wirklich, das ist gerade für mich so, das tut gerade wirklich vom Herzen weh, dass ich das so von dir höre, weißt du das? Das ist wirklich, das ist ehrlich, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du so auf das Aussehen achtest. Mann, okay, vergiss alles, was ich dir gesagt habe. Du brauchst dich heute nicht zu zeigen, ich bin nicht einer, Mann, ich mach doch nur Spaß. Ich hab dir gesagt, ich kann von jetzt auf direkt, kann ich mich ändern. Deswegen, vielleicht war es scheiße von mir, weil ich dich unbedingt sehen wollte. Weil ich mag, dass er, anstatt zu schreiben oder zu telefonieren, lieber vor der Kamera sich zu repräsentieren. Guck mal, ich bin doch auch nicht der Hübscheste. Ich bin auch ein hässlicher Mann. Warte kurz, ich muss kurz meine Tränen wegmachen. Leute, tut mir mal einen Gefallen, macht mir jetzt alle das Plus weg. Positives Karma, eins der schönsten Sachen, die ihr zurückkriegen könnt. Für diesen Content, den ich liefere, Digga, ich weine einfach. Gleich wird ein Kochstream geben, Leute. Gleich werden wir kochen. Deswegen, liked mal den Stream, teilt mal den Stream. Ich habe noch eine Geschenketüte rausgepfeffert. Und macht mal alle jetzt einmal Well und das Plus weg. Wir sind zwar ein bisschen eingeschränkt, trotz 3700 Zuschauer. Aber wir sind ein bisschen was sehr, sehr langweilig. Ja, hallo? Du hast jetzt Stimmung gemacht, weil du angeblich deine Träne wegmachen wolltest. Hä? Moruk, was läuft hier? Wieso weinst du jetzt? Ja, es ist total scheiße. Was ist scheiße? Alles gut. Schick mir mal deine Adresse, schick mir mal deinen Standort, bitte. Nee. Warum nicht? Ja, ich find's einfach nur scheiße. Jedes Mal, wenn man jemanden kennenlernt und irgendjemanden gefällt und... Keine Ahnung, was. Ich find das... Hey, was hab ich denn jetzt gesagt oder getan, dass du jetzt so bist? Das war alles gut, jetzt okay. Schick mir mal bitte deine Adresse. Nein. Warum nicht? Ich kenne dich ja seit einer Stunde, chill mal ein bisschen. Ach, jetzt auf einmal bist du so? Warum, wie jetzt auf einmal bin ich so sapp? Hä? Was soll das heißen, jetzt auf einmal bin ich so? Ich dachte, du wolltest mich so, du willst mich quasi kennenlernen und hast du nicht gesehen. Ich will dich doch auch kennenlernen, aber chill mal ein bisschen, meinte ich. Kann dir jetzt nicht, aber wieso willst du meine Adresse? Willst du jetzt kommen oder was? Ja, warum nicht? Ja, du kannst ja nicht einfach direkt beim ersten Treffen zu mir nach Hause. Warum nicht? Das geht mir ein bisschen zu schnell. Es war doch abgemacht, dass du mich bekochst, oder nicht? Dass ich wegen deinem Nachbar zu dir nach Hause komme und du bekochst mich. Also willst du wirklich bekocht werden von mir oder tust du jetzt nur so? Natürlich will ich von dir bekocht werden, weil mir ist schon wichtig, dass meine Frau kochen kann, ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht, halt. Es ist halt, ich finde so, wenn Mann und Frau zu Hause sind, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Nee, keine Sorge, wir werden keinen Sex haben. Nein, das meine ich nicht, sondern... Sondern? Stell dir mal vor, wir kochen so und du piekst mir an die Seite, ich piek's dir an die Seite und dann gucken wir uns gegenseitig an und küssen uns. Nein, das wird nicht passieren, keine Sorge. Und wieso bist du denn da sicher? Ja, weil das ist mein Geheimnis. Wenn ich dir jetzt das verraten würde, hat das keinen Sinn. Nee, du musst es mir verraten. Ich bin doch deine Zukünftige, oder nicht? Vielleicht, mit Glück. Soll ich dir mal was sagen? Wenn ein Mann das erste Treffen zu dir nach Hause kommt und keine schlimmen Absichten hat, ne? Ja. Einfach ohne irgendetwas macht oder hast du nicht gesehen, einfach nach Hause fährt,
da weißt du und erkennst du, okay, ja, der Mann hat alles richtig gemacht. Oder einfach, der Mann ist ein bisschen schüchtern und hat den sich nicht getraut und versucht, das zu lesen. Ja, okay, das kann auch sein. Okay, das kann auch sein. Aber ich bin der Mann, der einfach nicht nach Sex sucht, sondern einfach nach Liebe sucht, sag ich mal. Weißt ja, ich bin auch der Mann, der nach Liebe sucht, aber trotzdem. Ja, Tamara, es kann ja gut möglich sein, dass man Sex hat, hast du nicht gesehen, weil Sex bindet ja auch jemanden ja, zusammen. Ja, können wir bitte das Thema jetzt einfach wechseln kurz und wieder ein bisschen so über... Erzähl mir mal ein bisschen so über, keine Ahnung, über, warst du mal kriminell? Nein, Mann. Ja? Ich hab eine weiße Lippe. Ja, was heißt kriminell? Ich hab mal ein paar Schlägereien so, aber... Chichi. Kann man ja nicht kriminell sagen, oder? Ah, aus. Ja, ich meine jetzt nicht Schlägereien, hast du mal, keine Ahnung, mal vielleicht einen Pakt mit den Shady oder so abgeschlossen? Mit was? Mit dem Täter? Keine Ahnung, also ich weiß es ja nicht, ja? Nein, also Gott sei Dank, ich bin... Hallo? Ja? Achso, okay, jetzt höre ich dich wieder. Nee, ich bin clean bei sowas, Gott sei Dank. Ich habe irgendwie weder geklaut, weder... Jetzt auch im Team. Ja. Alles clean. Gott okay, sei Dank, Alhamdulillah. Gut. Meine Nase leicht ein bisschen wie, wenn ich meine Tage hab. Hast du deine Tage? Nein, ich hab meine Tage nicht. Wann bekommst du die denn? Ich bekomme die in der Regel immer sonntags. Sonntags? Ja, also ich weiß, kennst du die Pille, wöchentliche Pille? Nein. Die was für eine Pille? Die wöchentliche Pille. Ah, nutzt du die wöchentliche Pille? Das ist wie so eine kleine Waschmaschine. Also du nimmst sie und danach reinigst sie ganz kurz und dann nächste Woche nimmst du sie wieder und reinigst sie wieder. Echt? Kennst du das nicht? Ich hab schon mal gehört, aber ich wusste nicht, wie das funktioniert so. Ach so, ja, es ist die wöchentliche Pille. Okay, und da kannst du vielleicht ein bisschen... Kann das vielleicht daran liegen, dass du vielleicht ein bisschen Schwankungen hast so? Oh, das kann sein, das kann wirklich sein. Ja. Heute ist Sonntag, ne? Nein, heute ist Montag. Ich weiß. Mädchen. Du regst mich auf, wahr? Ich meine, du kennst meinen Humor doch mittlerweile, oder nicht? Ein bisschen, ja, aber ich habe ein bisschen Schwankungen jetzt. Warum? Weil ich irgendwie Bedenken habe, was läuft hier ab? Keine Ahnung, ich habe jetzt ein bisschen Fragezeichen im Kopf. Wieso denn? Frag doch. Nee, es fühlt sich irgendwie komisch an, keine Ahnung. Sag doch einfach, was los ist. Es läuft viel zu schnell. Ich denke mir, ich bin im Film, glaube ich. Keine Ahnung. Was meinst du denn? Heißt Mary Jane, Christian Giotto oder was? Oh, diese Aussprache. Mary Jane, Christian, oh mein Gott. Ja, du musst mir halt schon sagen, so, also, keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier läuft. Ja, ich rede einfach. Easy. Also, ich glaube, du bist ein bisschen, also man merkt schon, dass du irgendwie voll so, immer so sehr misstrauisch bist. Ich habe Vertrauensprobleme, habe ich dir schon man gesagt. Man merkt ja. Das Todes. Also du bist, man merkt halt wirklich so, dass du voll verletzt worden bist und so. Das auf jeden Fall. Ist dir deine Frage? Deswegen muss man immer aufpassen und zwei Schritte zurückgehen, weißt du? Liane, also meine beste Freundin Liane, wurde halt auch betrogen. Weißt du, wie sie es herausgefunden hat? Hm. Was denkst du? Wir Frauen sind ein bisschen skrupellos. Weißt du, manchmal, wenn wir Frauen... Keine Ahnung, wie ihr Frauen tickt und was ihr macht, da keine Ahnung. Wir Frauen lassen manchmal Gegenstände da. Im Auto. Was? Wir Frauen lassen manchmal so Gegenstände da. So, weißt du, ein Auto oder... Ja, wie zum Beispiel so Haarbänder, vielleicht Schal und oder was. Genau. Das ist halt... Und da hatte sie was drin, ne? Hä? Da hatte sie was drin, ne? Da war ein Benutzer Conny. Schick dir. Ehrlich, und dann hat es halt, sie es gesehen und sie meinte, was soll das? Hey, ich dachte, das ist schon weggeschmissen. Und meinte dann, weißt du, was eine Entschuldigung war? Also, ihr seid doch so wie die K11, Alter, ja. Mein Freund hatte das Auto übers Wochenende und ist Samstag, Samstag nach Holland gefahren. Und sie meinte dann, hey, wie samstags waren wir doch zusammen im Auto bei dir. So dumm war der auch noch. Ja, er war noch dumm. Also er war nicht dumm. Er war nicht nur dumm, er war so zu dumm zum Lügen. Nein. Mhm. Krass. Mit Herrn Sebastian, Töbetöber. Hä? Was sind das für krasse Namen, meinte ich. Aber ja, also, wie willst du mal deine Kinder nennen, wenn du mal Kinder kriegst? Wie meine Kinder sie heißen würden? Mhm. Oh, gute Frage, habe ich.
habe ich noch nie. Also ich habe mir schon mal einen Namen Gedanken gemacht, aber auch Kudret, wenn ein Junge auf die Welt gesetzt werden kommt. Das heißt wie? Kudret. Kudret? Kudret. Was ist das für ein beschissener Name? Warum sagst du jetzt beschissen, Mann? Das ist ein schöner Name. Oder so Emre, in der Klasse. Emre Sojan, so etwas. Sebastian Kudret? Also cool, wie kommt man denn auf diesen Namen, Alter? Kudret ist doch geil, oder nicht? Kudret. Das ist ja schlimmer als Balthasar. Ja, Balthasar ist ja jetzt auch Dingens, ne? Wie nennt sich das? Mein Opa heißt Balthasar. Walla? Ja, also nicht mein Opas, also nicht von meiner türkischen Seite, sondern von der polnischen. Der Name ist brutal eigentlich so, aber der ist halt brutal. Balthasar Kowalski. Der ist böse, so, der Name ist böse. Balthasar Kowalski. Vielleicht kennst du meinen Opa. Nein, woher denn? Du kannst dich auch ärgern. Hä? Ja, keine Ahnung, also es ist halt. Heike, sehr ist alt, also meine Oma heißt Heike und mein Opa Balthasar, also Heike Svetlana. Und die haben halt, ich weiß nicht, mein Opa, also von der polnischen Seite, ist auch Landwirt. Okay. Ja. Nochmal? Hä? Und was hast du gesagt? Kenn ich nicht, ich kenne den Namen. Ja, tatsächlich, also, boah, aber ja, ich habe auch nur so, ich kann ihn auch nicht so wirklich. Schick mir mal ein paar Fotos von dir, Valeria, wenn es geht. Bitte. Warte. Hast du die Schwester? Ja, ich habe eine ältere Schwester. Wie alt ist sie? Sie ist 29. Ah, okay, die ist ja fast so alt wie ich. Mhm. Okay. Ich weiß, das eine Foto ist ein bisschen viel Ausschnitt, aber sei mir nicht sauer, okay? Was? Es ist ein bisschen viel Aufschnitt. Das war da bei meiner Oma. Bei ihr zu Hause. Sei mir nicht sauer, okay? Ich bin nicht so einer. Genauso einer, oder nein? Genauso einer bist du. Nein, Spaß, das ist halt. Das war bei meiner Oma. Ja, warte, ich schau mir das gleich an. Was? Überall Ausschnitt, ja. Überall, ja. Ja, es wird sich ändern, wenn wir zusammenkommen. Ach so, hier hast du noch ein Bild, wo du fast mit Hotband auch noch, oder mit Kurzhose. Ja, es war Sommer, da musste ich halt... Ach so. Ein bisschen. Das ist doch kein Ausschnitt mehr, da zeigst du, du repräsentierst dir deine Titten schon. Rede doch vernünftig, okay? Also wieso bist du so respektlos? Jetzt haben wir mal, schau dir das mal an. Das eine Bild, warte mal, das ist das vorletzte, was du siehst. Ja, was soll der Scheiß? Das heißt nicht, dass du mich jetzt so angehen musst, oder? Aber schau dir das mal an, wie du gekleidet bist. Ja, trotzdem, das war ganz normal. Ich dachte, du kleidest nicht so krass. Das war das einmal. Tauern, das sieht zwar sexy aus, aber da solltest du nur zu Hause anziehen. Nein, Mensch, also so war ich mal beim Bäcker. Ach, beim Bäcker auch noch süß. Das war Spaß, Mann. Das war da. Das ging. Das ist ein... geil. Was? Aber du hast einen schönen Körper, gehe ich mal stark davon aus. Stark. Und danke. Weißt du mal, wie ich mal geweint habe damals? Also, Mann, stark. Ich verstehe nicht, warum so eine Frau sich einfach ungeschminkt nicht zeigen kann. Weil ich Morin auch. Ja, Mann, das ist mein Stil. Hm? Das ist mein Mädchen, genau sowas. Echt? Ich weiß nicht warum, aber ist das bei jedem Mann so, weiß ich nicht, aber diese Brille, ne? Findest, magst du das so mit der Brille und so? Du bringst mich um mit der Ringe, das ist... Wow. Okay, dann zieh ich hier nur noch Brille an. Ich möchte jetzt... So sexy, ne? Hallo, wir spielen jetzt ein Szenario nach, okay? Schüler und Lehrer. Drin. Hallo, Ferhat.
Hi. Na? Hey, Teacher. Na? Shaitan Sebastian. Wie ist gelaufen? Was? Wie ist gelaufen? Tja, da muss ich dich mal ganz enttäuschen. Du hast mal wieder mal eine 5. Obwohl ich so viel gelernt habe. Wie kommst du denn, dass du halt immer so schlechter und schlechter bist in der Schule? Also? Es liegt einfach daran, weil ich sie immer wieder vermissen tue und ich mich einfach nicht konzentrieren kann. Du findest Rede so nicht, so unanständig. Sonst müsste ich hier noch zum Direktor schicken. Zum Direktor? Ja. Könnte ich sehr gerne machen. Nein. Ich bin dabei. Hauptsache, sie schicken mich irgendwo hin. Also ich muss dir sagen, wirklich, also wenn es so weitergeht, dann muss man noch eine Nachhilfe vielleicht mal bei dir in Betracht ziehen. Also sie werden mich dann, also wenn wir jetzt quasi eine Nachhilfestunde bekommen, dann müssten sie mich ja zu Hause besuchen, stimmt's? In meinem Zimmer. Natürlich nicht. Du würdest länger in der Schule bleiben müssen. Hä, ist das nicht so, dass man Nachhilfe zu Hause bekommt? Ja, dann bescheid, wenn ich in der Freitag zu dir nach Hause oder was? Ja, aber so läuft das doch. Ich hatte ja auch, warte einen Moment. Du willst der Lehrerin sagen, wie Nachhilfe funktioniert? Ja, anscheinend. Du willst der Lehrerin sagen, wie Nachhilfe funktioniert, Jonathan? Denken Sie, ich werde jeden Tag irgendwie nach der Schule zu ihr hier jetzt ins Klassenzimmer. Du hörst mir mal zu, deine Noten sind abnormal schlecht. Wenn es so weitergeht, muss ich dich zum Nachsitzen jeden Monat 27 Stunden bringen. Aber werden Sie auch in der Nachhilfestunde auch dabei sein, alleine? Natürlich, da muss doch eine Aufsicht sein. Ich kann dich ja nicht allein. Du bist einer der schlimmsten Schüler von mir. Anstatt 27, 46 nehmen wir. Bitte was? Wenn ich mit Ihnen alleine sein darf, dann ja sehr gerne. Also ganz ehrlich, hör auf jetzt. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ach, hören Sie doch schon auf. Sie wissen doch auch, dass ich auf Sie stehe. Also ich sag dir mal ganz, also Das ist mir ganz leise und machst jetzt deine Aufgaben weiter, okay? Wissen Sie, woran das, glaube ich, liegt? Ich gehe jetzt mal wieder mit meinen Hackenschuhen am Lehrerpult. Stark. Das Ding ist, wie Sie sich kleiden für die Schule, das ist mir zu sexy, Pilot. Hallo, wir sind noch im Unterricht. Nach der Stunde kommst du mal bitte zu mir. Ich dachte, wir sind gerade in der Book of Ra, natürlich nicht. Book of Ra, danke, natürlich nicht. Ist da geklingelt? Okay. Ihr könnt in die Pause bis auf Ferhat. Ja, dann bleib ich mal hier sitzen, ne? Ferhat, ich muss wirklich mit dir über deine Noten reden, okay? Das ist wirklich... Ich bin Mucksmäuschen, ich höre Ihnen nur zu, okay? Du redest, lässt mich jetzt ausreden, so... Ich weiß, dass du oft mit Osman chillst. Osman ist kein guter Umgang für dich. Und Abdulrahman Karabokabasanolo. Abdulrahman Karabokabasanolo ist auch gar nicht gut. Wer? Abdulrahman Karabokabasanolo. Ja, das ist mein Sitzpartner, ja, hast recht. Er tut dir auch nicht gut, man merkt das. Er ist ein Bruder von mir. Es ist egal, Bruder hin oder her. Es geht um Bildung. Okay? Es geht um Bildung hier und ich möchte dir was beibringen, Book of Ra. Nicht, dass du am Ende Book of Ra spielst, okay? Ich spiele aber jetzt schon Book of Ra. Nein, du hörst mir jetzt mal zu, okay, Victoria? Victoria, was lauschst du? Geh weg! Ich sag dir jetzt mal eins, du hörst mir jetzt ganz genau zu, okay? Können Sie sich noch daran erinnern, wo wir unseren Ausflug hatten, wir eine WhatsApp-Gruppe gemeinsam hatten mit den Schülern zusammen und sie mir, beziehungsweise uns, das eine Bild geschickt haben, was sie uns zuletzt geschickt hat mit dem einen, mit der Brille? Ja. Dürfte ich fragen, wieso Sie sowas geschickt haben? Ja, weil ich total kaputt war und die ganzen Aufgaben korrigieren musste. Und dann habe ich euch mal geschickt, dass ich bis in die Nacht also so, ganzen Tests kontrolliere. Dass Sie uns Jungs einfach anregen wollen, bin ich Ihnen ehrlich. Nein, natürlich nicht, Mann. Also, was denkst du denn von mir, dass ich ein schlechter Lehrer bin oder was? Hey, wie reden Sie mit mir, mit Mann und so? Ich bin doch ein Schüler, ne? Ehe-Schüler. Ja, und du bist schon ein sehr, sehr alter Schüler. Du gehst auf die 30 zu. Wie kann es sein, dass du eigentlich noch in der 11. bist? Hä? Ich bin nicht alt, ich bin 18. Ah, stimmt, du bist ja 18. Aber siehst so alt aus. Ja, kann sein. Das ist Mutter Natur, ne? Das ist Hayat. Hayati. Ja, auf jeden Fall, wenn es so weitergeht, muss ich mal mit der Eltern reden. Book of Ra. Ja, mach das doch. Denkst du, das juckt mich?
Muss ich dich unbedingt duzen oder dich angreifen? Halt die Schnauze mal, gleich hole ich den Totti raus, und dann redest du anders mit mir, ist verstanden. Ich hätte damals. Ja, komm, guck ja, mein Tattoo an, guck mein Tattoo an. Ich war damals bei den Jills, okay? Ich bin auch nicht ganz ohne. Siehst du dieses Tattoo? Ich verstehe Sie, komm, Sie haben kaum Empfang, ich meine. Verdammte Scheiße, Mann, ich hatte ganz offen wieder. Okay. Ich sag dir, entweder verändert sich hier was oder ich verändere dich. Du bist der Auserwählte. Der Auserwählte? Der Auserwählte. Okay. Komm mit mir mit. Aber warum ziehen Sie mich jetzt an den Kragen? Das check ich nicht. Komm mit. Nein! So. Sie wissen schon, dass ich Sie von hinten sehr, sehr gerne... Also ganz ruhig, dass ich beende das Stream. Okay, Spaß jetzt. Okay, alles gut. Was machst du sonst so heute noch? Also, wann gehst du eigentlich mal schlafen? Ich habe morgen nicht viel zu tun, deswegen... Ich müsste morgen nur 2-3 Verträge abschließen. Mhm. Und dann hätte ich eigentlich frei. Deswegen habe ich noch alles easy. Ah, du hast morgen frei, oder was? Also, ja, nur was nach ist frei? Ich muss morgen zur Firma. Ich muss meine Krankschreibung... Ich hatte zwar ja diese Woche krank geschrieben. Also letzte Woche quasi. Mhm. Die muss ich noch kurz einreichen für die 3 Tage und ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich es verlängern sollte. Jein, weiß ich nicht, weil ich bin schon Tochter dein Mädchen, aber ich habe keinen Bock jetzt, Alter. Ja, es ist halt immer ganz unterschiedlich, ne? Ja. Und sonst erzähl so, wie geht's? Wie soll es mir gehen? Ich bin vollkommen zufrieden mit dir. Ich habe mich jetzt, ich fokussiere mich gerade auf eine Frau, wo ich halt, warte kurz, ich muss austrinken. Ja, mach das mal. Trink es aus, Baby. Ich schluck's runter. Ganz ruhig, warte, nee, ich muss wirklich trinken, Alter, das ist wichtig. Der Arzt hey, meint. Ey, wie hast du das mit den Schuhen gemacht? So angeht nicht, du brauchst auch ganz ehrlich. Das war professionell, ne? Ich höre, ich dachte mir so, okay, ich bin gerade im Porno oder so. Rede vernünftig, sonst lege ich auf. Warte, gib mir mal kurz 5 Minuten. Ich rufe dich gleich an. Warte, ich muss echt mal ganz kurz trinken. Wieso muss ich? Book of Raw, dankeschön. TikTok sportlich. Ich distanziere mich von diesen Aussagen. Alles der Kastschmoffer gemeint. Leute, wir sind 3700 Menschen und fast keiner hat das Plus weggemacht, ne? Das finde ich ein bisschen traurig, ehrlich. Obwohl wir so viele Leute sind, sind wir eingeschränkt. Bettina, dankeschön. Victoria, danke. Leute, gleich kommt Koststream. Ich will jetzt einfach mal wirklich Liebe. Gönnt doch mal einfach einem Menschen, der sein Talent hier ausübt, euch stundenlang zum Lachen bringt. Ist das zu viel verlangt, einfach einen Plus wegzumachen oder was? Ich weiß jetzt nicht, warum wir den Koststream machen. Es ist ein bisschen spät geworden. Entweder machen wir jetzt den Koststream oder wir machen den nachher. Was machen wir? Langer Weg. Wieso Koststream? Ich mache einen Koststream heute. Book of Raw, was geht eigentlich bei dir ab, Bro? Du bist ja richtig krass unterwegs, Digga. Danke schon. Nachher, okay. Lass mich ganz kurz trinken, okay? Ich muss jetzt die Toilette. Book of Raw, Digga, er rastet komplett aus. Ich küsse dein Herz. Lass mich ganz kurz die Flasche befüllen. Wir machen jetzt Pissbreak. Ab in die Küche mit dir. Boah, Leute, es wird so lecker, ne? Ich habe auch extra für so Support. Es wird so vieles passieren. Es wird so vieles kochen Blumenkohl. Ich glaub, Digga, voll viele, ne? Ich sag euch ganz offen und ehrlich. Ihr glaubt nicht an mich. Ihr denkt, es wird nicht schmecken. Wisst ihr, wie geil es wird? Blumenkohl. Leute denken sich, was labert der? Aber er macht Krusten wegen Blumenkohl. Aber wartet ab. Blumenkohl stinkt nach Pups. Hey, Dante, Scheiße. Pudding.
Pudding, 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 Pudding. Okay. Okay, gut, wir rufen jetzt nochmal an. Du hast jetzt aufgelegt, weil du trinken musstest? Ach nee, ich musste meine Tablette nehmen. Du willst mich doch gerade überraschen. Warum? Deswegen hast du aufgelegt gerade jetzt. Ja, ich musste in die Küche gehen, dann musste ich das mit Wasser vermischen und ich musste das trinken. Aber für was legt man auf? Keine Ahnung, also wolltest du aber sagen, wie ich trinke oder was? Hä? Hat doch keinen Sinn, weil du jetzt getrunken hast, du aufgelegt. Ich bin in die Küche gegangen. Ja und? Dafür musst du nicht auflegen? Keine Ahnung, okay, dann nehme ich dich nächstes Mal mit, weil soll ich wissen, dass du so gerne mitgenommen willst. Mitgenommen werden willst. Ich meine. Okay. Keine Ahnung, also tut mir leid, also wenn das ein bisschen zu viel wird, dann lege ich dich mehr auf. Ich weiß ja nicht, weil du ja so. Krass, toll. Ich fand es voll komisch, wir waren voll im Gespräch und dann meintest du, ich lege auf. Ich bin doch fast gestorben, hast du nicht gesehen, als ich getrunken habe, wie ich gehustet habe? Ja, da, aber mich einfach zur Seite legen, ist ja auch einfach nicht reden, das heißt es ja. Ja, okay, tut mir leid, verdammt, dass ich so gemacht habe. Ich nehme dich sogar jetzt extra mit auf Toilette, wenn du willst. Ja, das musst du nicht machen, aber... Nein, ich nehme dich jetzt mit, also, damit du weißt, dass ich das wirklich ernst meine mit dir. Ich nehme dich jetzt einfach mit auf Toilette. Nein, das brauchst du nicht. Nein, ehrlich, denkst du, ich habe ein Problem damit oder was? Hast du eigentlich Instagram? Tatsächlich nicht mehr. Du hast kein Instagram, obwohl du selbstständig bist und hast keine Werbung, Plätze, oder was? Ich brauch keine Werbung. Wie, du brauchst keine Werbung, ja. Ich mach keine Werbung. Ich hab Stammkunden und ich brauch das nicht. Du willst mir sagen, was du willst? Eine Selbstständige, die muss sich immer wieder werben. Nein, die werben anders. Die werben auf Büssen und so. Aber ich hab keinen Instagram-Account. Auf was wirbst du? Auf Büsse. Also, kennst du Büsse, wenn Büsse Werbung und so haben? Oder Plakate? Ach, Büsse, okay. Mhm, aber ich habe keinen Instagram-Account. Das lohnt sich einfach nicht. Okay. Was machst du so eigentlich so im Laden? Alles Mögliche? Ich mache Bleaching, Lippen aufspritzen, permanent Make-up, Eyebrow Lifting, Airlifting, Contract from the Netherlands of the Ocean mache ich. Dann mach machst ich du das alles noch. Alleine oder bist du hast Nein, nein, ich habe vier Mitarbeiter. Ich habe vier Mitarbeiter. Pickel ausdrücken. Wie viele? Vier. Echt jetzt? Akne Grammatur, ja. Also, wir gravieren manchmal Akne-Namen mit. Also, es gibt auch wirklich, ob du es glaubst oder nicht, es gibt Frauen die, oder Männer, die kommen zu uns und sagen, ich möchte Akne-Namen haben. Da pflanzt du den Akne rein. Nein, oder? Doch, es gibt wirklich. Also, es gibt Leute, die mögen das. Krass. Mhm. Genau. Hi. Mhm. Also machst du Cash ohne Ende, sagst du? Ja, was ist Cash? Also mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren, ne? In was für eine Gegend wohnst du? Ich wohne in Ehrenfeld. Hier eine Wohnung kostet schon ein bisschen. Ich habe aber auch eine große Wohnung. Aber wie viel Quadratmeter bist du? 260. Tschüss. Und du? Ja, okay. Ich habe jetzt auch 100... Wie viel? 30, 40? Das war Spaß, man. Woher bist du 260? Ich habe 100, ich glaube, ich habe 154 oder so. Oder 44. Okay. Aber es ist eine Penthouse-Wohnung. Also. Penthouse-Wohnung? Mhm. Ja, hier sind sogar. Ja, also. Ich würde schon sagen, ja. Deine Wohnung würde ich mal sehr gerne sehen wollen jetzt. Aha. Ich schwöre dir. Was? Bist du eine saubere Person? Ich bin sehr sauber, ja. Könntest du mir jetzt sofort deine Wohnung zeigen? Ja, schon, aber du musst dir nur Staub sagen. Bist du bereit, deine Wohnung mir zu zeigen, ja oder nein? Nö. Warum das denn nicht? Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Ich will dich doch gar nicht sehen. Ich will nur deine Wohnung lass sehen. Du bist so ein kleiner, also du bist echt so ein kleiner Planer. Lass es mal auf dich zukommen, okay? Ach, Mädchen. Ich gehe jetzt auf Klo und ich nehme dich jetzt einfach mit. Ja, musst aber... Ja, du nicht. Einfach stumm stellen, ja, danke. Nein, ich stelle mich nicht stumm, ganz ehrlich. Warum denn auch, wenn man sich schon so gut versteht? Hallo, stumm stellen. Was? Stumm stellen. Nein. Wäre man nicht so eklig, Mann, stumm stellen.
Aber. Warte. Bruder ruft an. Was? Moment. Mein Bruder ruft an, warte mal kurz. Wie dein Bruder ruft an? Warte mal. Okay, wir warten. Tschüss, Jörg. Leute, alle das Plus wegmachen, liken, teilen, kommentieren, dividieren, subtrahieren, multiplizieren. Gleich wechseln wir ein bisschen später zum Stream, Koch-Stream. Es wird Blumenkohl Lagalolo mal gemacht mit eigener Soße. Und Gaming Cousin. Da steht ehrlich, Anruf wird gehalten. Er hat echt einen Anruf reingekriegt. Bestimmt sein Bruder, der wurde bestimmt angerufen. Digga, hier sind 3800 Menschen, niemand hat ihn erkannt. Oh, das ist hart, Digga. Moin, der Bruder. Leute, alle das Plus jetzt. Warum keine Wunder? Warum soll ich einem fremden Menschen meine Wohnung zeigen, Digga? Salon, haha, danke. Furz. Ups. Der braucht lange, ne? Fatima, danke schön. Dem Typ glaube ich gar nichts. Melanie, danke. Was denkt ihr, wie wird der Kochstream? Denkt ihr, es wird gut? Boah. Denkt ihr, ich kann kochen? Klar kannst du kochen, natürlich. Digga, wie lange ist er denn mit seinem Bruder am Telefonieren? Ich leg mal auf. Keine Ahnung, ich weiß echt nicht, warte, ich rufe ihn nochmal an. Oder ich schreibe ihm mal. Digga, es gibt bestimmt irgendjemanden, der ihn. Den kennt, Digga. Optimus Prime will mit mir reden. Warte, er ist gerade auf den Chat. Bin gespannt. Hat er gemerkt? Weiß ich nicht. Kann sein, dass er es gemerkt hat. Noch hat er mich nicht blockiert. Meine Küche kostet keine 10 bis... Meine Küche kostet keine 10 bis 15.000. Meine Küche kostet ein bisschen mehr als 5, glaube ich. Aber ich habe meinen Vater mir damals gekauft. 5 oder so. Unter 10.000, ja. Auf jeden Fall. Das ist auch eine schöne Wohnung. Ich küsse dein Herz. Wo bleibt er? No, ich weiß nicht, wo der bleibt. Warte, ja, Bruder ist halt dran. Ich glaube, er hat nicht gecheckt. Ich glaube, sein Bruder. Solange können wir ein bisschen, wenn ihr wollt, solange ihr anruft, können wir schon ein bisschen so, schon was machen, ja? Blumenkohl waschen.